Effizienz in der Küche bedeutet Lebensqualität. Die schenke ich euch heute, indem ich euch zeige, wie ihr einen Salat viel, viel schneller schneiden könnt. Insbesondere diese kleinen Tomaten. Jeder liebt sie, jeder weiß, die haben einen richtig, richtig geilen Geschmack. Aber das Schneiden dauert oft sehr, sehr lange. Und wir wissen ja alle in der Rohkost, dass Rohkost eben nicht viel Zeit benötigt. Und jetzt nach dem Video benötigt Rohkost noch viel weniger Zeit. Ich hoffe, ihr könnt mit dem Tipp was anfangen. Es ist richtig, richtig geil. Ihr spart so viel Zeit, die ihr für YouTube-Videos von Raw Spirit nutzen könnt. Und ja, ich freue mich, das euch zu präsentieren. Ich habe es auch nur irgendwo gesehen. Ich gebe das sozusagen weiter. Habt viel Spaß damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liken und ich freue mich. Ja, ich möchte euch einen ganz kleinen Tipp geben, wie ihr schnell kleine Partytomaten schneiden könnt. Viele kaufen deshalb keine Partytomaten, nicht weil sie nicht besser schmecken. Sie schmecken meistens viel, viel intensiver, weil sie so zuckersüß sind. Meistens ist ja so, dass kleine Früchte und kleines Obst besser schmeckt als großes Obst. Ihr kennt das vielleicht auch von den Wilderdbeeren. Es gibt auch wilde Tomaten, das sind die ganz kleinen. Aber sie sind etwas müßiger zuzubereiten. Aber ich zeige euch heute eine Technik, die einfach euch das Tomatenschneiden von den kleinen Tomaten extrem erleichtert. Und alles, was ihr dazu braucht, ist ein scharfes Messer. Und ja, ich will es euch einfach mal vorführen, mal zeigen. Ja. Ihr nehmt Tomaten und je nach Handteller schaut ihr, was so in euren Handteller passt. Das ist jetzt so eine, was bei mir ungefähr ein Handteller passt. Also die liegen so da auf dem Brett. Dann nehmt ihr die einfach fast mit eurem Handteller hin. Und dann nehmt ihr einfach das Messer und setzt das mittig an unter eurer Hand und schneidet einfach runter, während ihr mit der Hand drauf presst. So, und das war's schon. Und dann lasst es einfach fallen und dann sind die alle auf einmal geschnitten. Und das ist extrem einfach und ja, ich verstehe nicht, warum das so viele nicht wissen. Und deswegen dachte ich, dass ich das einfach mal teile, weil oftmals ist es einfach nur so, man muss es mal einmal gesehen haben und dann hat man sich das gemerkt. Und ja, wenn es gut gefallen hat, Daumen nach oben, das war's für heute. Tschüss.